Herzlich willkommen zurück zu unserer 2 gegen 2 Ladder Rubrik. Diesmal dran Kaika und ich gegen Yokorobi und Volk. Zwei Terraner. Wir haben ja Brokeback Mountain, keine Vorurteile. Und wenn ich Terraner spiele, dann wissen alle Widowmines. Ich weiß, Widowmines sind jetzt nicht das traditionelle TVT Standard-Unit-Gedöns, aber als Zerg hasse ich die Dinger wie die Seuche und bin so happy, wenn ich die auch mal da bauen darf. Ja, ich habe einen Ausdruck verwendet. Meine Show ist ab 18, weiß man doch. Ja. Also, ab 18 habe ich nicht eingeschaltet. Wenn ich 18 ist, darf man eine Show nicht sehen. Klar, du wirst zensiert. Eiskalt. Dann gibt es nur... gibt es nur nackte Haut und Gewalt. Blut und Gedärme. Furchtbar. Schwarzenegger und ich. Aber... Hallo. Ich bin kein Legastheniker. Ich weiß schon, wie man Hallo schreibt. Keine Angst. So. Meine Terra Build Orders sehen aus wie folgt. Ich spiele, als wäre ich Zerg, aber als Terra. Ist doch ein Plan, wa? Das beinhaltet zum Beispiel so geile Build Ordern wie CC First. Um mein Beispiel zu nennen. Ups, vergessen SUV zu bauen. So, komm schon. Komm schon, Papa braucht ein Command Center. Papa will Mules! So. An alle Zerg-Kollegen da draußen. Mules. Man muss es erleben. Wirklich gerade nur auf mich. Logo. So. Ein kleines, schönes Depot. So. Ein Depot. So. So, mal überlegen. Na, hol mal direkt Gas hinterher. Also eins zumindest. Ja, was soll ich denn? Ich sehe das SCV auch. Ich kann jetzt, aber ich werde jetzt nicht 30 SCVs dahinterher jagen. Soll er halt gucken. Ich muss eine Barracks zuerst bauen. Da habe ich nicht viel Auswahl. So. Nochmal direkt runterjagen. Die ist auch gleich fertig. Und wenn der fertig ist, kann ich praktisch direkt zwei Orbital Commands bauen. Und bauen. Und bauen. Und ein Reaper. Scheiße. Die habe ich vergessen, die Dinger gibt es ja auch noch. Kein Problem. Ich sehe es. I see le Reaper. So. Bin schon am Weg, bin am Weg. Da! Kommt aus den Stalker, der regelt das. Easy. Easy peasy. Easy peasy mimisi. Ja, ich weiß nicht. Es ergibt gerade ultra Sinn, was ich hier von mir gebe. Ah, wo stehst du? Wieso stehst du rum? Ja, bitte. Bitteschön. Da. Es wird aber nicht gierig, hörst du? Gerne, gerne. Ich spendiere mal einen Scan. Die haben auch nichts. Die haben auch nichts.
Warum stehst du denn hier so blank rum? Konstante SUV-Produktion, man glaubt's ja nicht. So. Zwei Widowmines. Genügend Mineralien. Ich gebe dir gleich nicht genügend Mineralien. So. Wozu habe ich denn die Mules? So. So. Weißt du was? Schick du die Arbeiter gleich mal darunter. Warum habe ich denn jetzt Hellions gebaut? So, und schnelles Eingraben. So. 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 So, so, so. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das Panzerungs-Upgrade. Das hier. Dann bauen noch eine Baracke. Eine Baracke, ich schon. Eine Factory. Du bist mal ein Orbital Command. So. Und dann haben wir meine Scouting Hellions mal hier. Passt da nicht hin. So. So. So, wie sieht's hier aus? Thanks. Autsch. Banshee. Und? Bam! No problemos, milady. Du fliegst mal darüber. Und du baust direkt mal da eine CC. So. Und noch eine CC hier. Und wir brauchen noch ein paar. 1, 2, 3 und eins davon auch noch. So. Übrigens. So. So. Bleiben die wirklich eiskalt? BBM einsatzbereit. Worauf soll ich ballern, Sir? BBM bereit. Wo sind diese Benches abgeblieben? So. Mehr Widowmines. Ah, das sieht ja schon mal gut aus. So, versteckte Panzerung. Tanks, Marines. Keine Ahnung. So. Und hier und hier und übrigens, hier ist mir noch ein paar CCs. CC und CC. Sag mal, ernsthaft, bleiben die in der Base? Ich meine ja nur. Teilen mal ein paar Widowmines über die Map. Ist das
Das ist Terror-Taktik. Ja, 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 ja. Streitkräfte werden angegriffen. Das sind die blöden Widowmines. I know. Mars Widowmines! So, die Depots sind immer das Problem, ne? So, bitteschön. Machen wir in die Hölle ein. 1, 2 und 3. Mineralien sind kein Problem, wenn man Mules hat. Aber hallo, macht das Sinn? Nicht meine Übertakte kritisieren. Das funktioniert, pass nur auf. Ja, ja, keine Panik. Keine Panik, Mann. Alles entspannt. Steht er halt da vorne. Mehr Widowmines. Ja, und das hier auch noch. Was machst du denn hier eigentlich? Ich warte. Mehr Widowmines, mehr Widowmines. Geht nicht. Bin am Supply Cap. Mehr Widowmines geht nicht. Schön Widowmines Splitting. Und Splash. Und jetzt lauft alle Mann. Ups. Berg sollte ich vielleicht nicht verlieren. Und Bash! Mineralienfeld erschöpft. Unsere Verbündeten werden angegriffen. La 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 la. Ich marschiere vorwärts. Es gibt's kein Morgen. Widowmines ist alles, was man braucht. Stehen die da? Da stehen die. Das ist so gut. Ich habe nicht mal Supply verloren. Sorry. Und dafür ist die ganze gegnerische Armee draufgegangen. Also bitte.
La 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 la. Oh, offensives GG ist schon ein bisschen, ne? Na na na, die kümmern sich da schon drum. So, la 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 la. Die sind natürlich ein bisschen stinkig, weil ich glaube, ich habe bis auf die 2-3 Marines am Watchtower habe ich nur Widowmines gebaut in diesem Game. Splash, splash. Ja, mit Widowmines. Lustig. Das ist deutlich schwerer, als du glaubst. Ja. Ne? So geht's mir jetzt Tag auch mal. Splash. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ne? Ich will jetzt nicht über Balancing reden. Ich meine, offensichtlich. Bis zum nächsten Mal.